Aber vorher können wir uns noch mal ganz kurz überlegen, was das jetzt für Independent Set bedeuten würde. Es ist ja darum, Sie haben einen Graphen und Sie suchen eine Menge von Ecken, zwischen denen es überhaupt keine Kanten gibt. Und natürlich eine möglichst große. Bei Vertex Cover suchen Sie eine möglichst kleine Menge, bei Independent Set haben wir eine möglichst große genommen. Zum Beispiel die hier wäre eine. Wenn Sie die drei rausnehmen, das wäre ein Independent Set, weil es zwischen diesen drei Ecken überhaupt keine Kanten gibt. Und jetzt können wir uns überlegen, wie ist denn das bei Independent Set? Kann man sich da so ähnlich clevere Algorithmen überlegen? Zum Beispiel auch, wenn man wieder mit den Kanten anfängt. Ich fange mal an und zeichne mir mal, ich greife mir aus so einem Graphen mal, wie wir das eben gemacht haben, so ein Stück raus. Zwei Ecken, sagen wir mal U und V, die durch eine Kante verbunden sind. Und jetzt können wir uns vielleicht mal an so einem Ausschnitt aus so einem Graphen, in dem wir ein Independent Set finden wollen, überlegen, was wir darüber schon aussagen können und ob diese Aussagen, die wir darüber treffen können, uns Hinweise darauf geben, wie vielleicht ein cleverer Algorithmus aussehen könnte. Also, wenn ich in einem Graphen zwei durch eine Kante verbundene Ecke, wenn ich in einem Graphen zwei durch eine Kante verbundene Ecken habe, was kann ich dann ankreuzen als wahre Aussage? In jedem Independent Set kann höchstens eine von beiden Ecken enthalten sein. Stimmt das nicht? In manchen Independent Sets können eventuell beide Ecken enthalten sein. In jedem Independent Set muss mindestens eine von beiden Ecken enthalten sein. In manchen Independent Sets kann eventuell keine von beiden Ecken enthalten sein. Oder in keinem Independent Set darf eine der beiden Ecken überhaupt enthalten sein. Richtig wären gewesen die erste und die vierte Antwort. Es sollte hoffentlich klar sein, wenn ich zwei Ecken habe, die durch eine Kante verbunden sind, dass der zweite Fall nicht eintreten kann, denn Independent Set heißt ja gerade, dass in dem Independent Set keine zwei Ecken verbunden sein dürfen. Darum kann der zweite Fall nicht eintreten. Also das heißt, es kann immer höchstens eine von beiden Ecken drin sein. Es das heißt aber nicht, dass überhaupt eine von beiden drin sein muss. Es kann sein, dass gar keine drin ist. Darum sind die anderen Fragen dann hier unten auch klar, beziehungsweise die anderen Antworten. Es kann also passieren, dass eine von beiden Ecken drin ist, wenn ich mir eine Kante betrachte, die linke oder die rechte. Oder es kann sein, dass gar keine drin ist. Ich habe also sowas Ähnliches wie bei dem Vertex-Cover eben. Wenn ich mir eine Kante angucke, gibt es drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, eine von beiden zu nehmen, die andere Möglichkeit ist, beide nicht zu nehmen. Das ist quasi das Gespiegelte von eben. Ich kann also hier wieder so eine Verzweigung vorstellen und kann sagen, ich kann drei Möglichkeiten unterscheiden. Erste Möglichkeit, ich nehme beide nicht, das wäre in diesem Fall rot. Die sind beide nicht in meinem Independent Set drin. Zweite Möglichkeit, ich nehme den linken, dritte, ich nehme den rechten und den anderen jeweils nicht. Was beim Independent Set nicht passieren kann, ist, dass ich beide nehme. Das haben wir uns eben gerade überlegt, weil das dann auf keinen Fall mehr ein Independent Set werden kann. Also habe ich eigentlich so ähnlichen Algorithmus wie eben. Ich kann für Independent Set direkt hier durchlaufen und wieder kantenweise vorgehen. Ich kann die Kanten der Reihe nach abarbeiten und bei jeder Kante mir überlegen, wie verteile ich Rot und Grün auf die beiden Eckpunkte der Kante, sodass es erstmal so aussieht, als würde ich immer zwei Ecken färben. Aber es kann natürlich das Gleiche passieren wie eben, dass ich in so eine Situation reinlaufe, wo ich eine Kante bearbeite, von der eine von beiden schon gefärbt ist. Und das frage ich Sie jetzt mal. Wie gehen wir mit dem Fall um, dass von zwei durch eine Kante verbundenen Ecken mindestens eine bereits zugeordnet wurde? Die möglichen Antworten, nur eine von denen in diesem Fall ist, dafür muss der Suchbaum modifiziert werden. Oder in so einem Fall muss man dann halt mit Brute Force arbeiten. Oder das ist kein Problem, weil offensichtlich ist, was passieren muss. Was meinen Sie, was da die richtige Antwort ist? Es ist offensichtlich, was passieren muss. Das haben immerhin 8 Leute angekreuzt. Also worum es uns ging, ist das Folgende. Wir haben im Laufe unseres Algorithmus betrachten wir immer Kanten und wenn wir so eine Kante haben, die gerade bearbeitet wird und beide Kanten sind noch nicht gefärbt, dann haben wir kein Problem. Dann gehen wir einfach die drei Fälle durch. Rot, 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 grün, grün, rot. Kein Problem. Ja?
Aber es kann uns passieren, dass von den beiden Ecken dieser Kante, die gerade dran ist, das ist die Kante, die gerade dran ist, schon Ecken gefärbt sind. Und da müssen wir jetzt mal gucken, was alles passieren kann. Und der erste Fall, der eintreten kann, ist natürlich, dass beide Ecken schon gefärbt sind. Dann brauchen wir gar nichts zu machen. Ja? Also beide Ecken schon gefärbt. Da mache ich mal einen Haken hin. Das ist nicht wichtig. Das können wir in unserem Algorithmus so basteln, dass wir dafür sorgen, dass diese Kante gar nicht mehr bearbeitet wird. Das ist ja nur eine Frage der Technik, wie wir da rangehen. In dem Moment, wo wir zwei Ecken an einer Kante dran beide gefärbt haben, kann die Kante aus der Suchliste gestrichen werden. Das heißt, diese Situation darf eigentlich gar nicht auftreten. Ja? Interessant sind die Fälle, in denen eine von beiden Ecken schon gefärbt ist. Und natürlich muss ich mir dafür nur die linke Ecke angucken. Entweder ist die linke gefärbt oder die rechte, das ist ja spiegelbildlich, ist jetzt egal. Also überlege ich, stelle ich mir vor, die linke Ecke wäre schon gefärbt, die rechte noch nicht. Jetzt gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Die linke Ecke ist grün gefärbt und die rechte noch nicht. Fangen wir damit vielleicht mal an. Also zweiter Fall, die linke Ecke ist grün gefärbt und diese Ecke ist noch nicht gefärbt. Was macht man dann? Jetzt kommt, glaube ich, das, was Sie sagen wollten. Dann muss die andere rot sein, ist klar, weil es ja ein Independent Set sein soll und ich die nicht beide zusammen in einen Topf werfen kann. Ja? Das bedeutet für meinen Algorithmus, in dem Moment, wo ich irgendwo Ecken grün färbe, kann ich sofort alle Nachbarn von diesen Ecken rot färben. Ja? Also den Fall haben wir auch erledigt. Und jetzt kommen die etwas schwierigeren Fälle und davon gibt es mehrere. Die umgekehrte Situation ist, dass hier eine Ecke rot ist. Und dann kann ich nicht einfach diese Ecke grün färben, nicht automatisch, weil es unterschiedliche Lösungen geben kann. Darum gehen wir jetzt mal verschiedene Fälle durch. Ich will Ihnen das mal so suggestiv hinmalen. Eine Möglichkeit wäre die folgende: Es gibt hier noch ein oder mehrere Verbindungen zu anderen Ecken. Und mindestens eine von diesen Verbindungen ist grün, zum Beispiel die hier. Ich muss also sozusagen, mein Algorithmus muss so die nähere Nachbarschaft untersuchen. Wenn das der Fall ist, dann weiß ich, wie ich diese Ecke färben muss, ohne weiter nachzudenken. Nämlich rot, ne? Weil ich ja schon wieder grün habe. Also dann ist auch klar, dass das rot sein muss. Nachdem ich diesen Fall abgearbeitet habe, weiß ich, habe ich alle Fälle abgearbeitet, wo die fragliche Ecke mindestens einen grünen Nachbarn hat. Also kann ich jetzt davon ausgehen, wenn diese fragliche Ecke überhaupt noch Nachbarn hat, dann nur rote. Also der vierte Fall, der eintreten kann, ist der, dass ich eine rot markierte Ecke habe. Achso, vielleicht sollte ich das mal, um das deutlich zu machen, sagen, diese Ecken hier sind irrelevant, es reicht, wenn eine grüne dabei ist. So wie eine grüne dabei ist, wird es automatisch rot. Der nächste Fall ist der, dass alle anderen Ecken rot sind. Insbesondere heißt das, keine grüne ist dabei. Dann behaupte ich, ist es auch völlig klar, welche Farbe dieses Ding hier bekommen muss. Die muss dann grün werden, weil ich das auf jeden Fall gefahrlos zu einem Independent Set dazu packen kann. Wenn ich weiß, dass alle Ecken drumherum schon markiert sind und die alle rot sind, dann ist das auf jeden Fall ein sicherer Kandidat. Ja? Und jetzt muss ich scharf überlegen, ob ich damit alle Fälle abgedeckt habe. Und die Antwort ist nein. Es gibt noch einen möglichen Fall. Der Fall hier oben war, mindestens ein Nachbar ist grün. Der Fall hier unten war, alle Nachbarn sind rot. Dann gibt es noch den Fall, einige Nachbarn sind rot und einige sind nicht markiert. Ja? Also haben wir folgende Situation vorliegen. Wir gehen immer von dieser roten Ecke aus. Der grüne Fall ist schon erledigt. So. Und wie male ich das jetzt am suggestivsten? Hier gibt es noch eine Ecke, die ungefärbt ist und eventuell noch andere Ecken. Ja? Die aber alle nicht grün sind. Weil den grünen Fall haben wir hier oben schon erledigt. Ja? Also dieses Ding hier und dieses Ding ist nicht grün. Und dieses Ding ist auch nicht grün.
Kann aber sein, dass die rot sind, kann sein, dass die noch keine Farbe haben. Auf jeden Fall weiß ich von diesem Ding hier, dass es ungefärbt ist. Und jetzt werde ich Ihnen sagen, was die Lösung des Algorithmus ist. Da kommt man jetzt nicht unbedingt drauf. Dann sagt der Algorithmus, dann nehme ich einfach die Kante und mache mit der weiter. Weil er dann nämlich wieder eine Kante gefunden hat, an der beide Ecken nicht markiert sind. Also der Algorithmus ist jetzt schon ein bisschen komplizierter geworden, aber er hat dafür gesorgt, dass in jedem Schritt eine Ecke markiert wird, gegebenenfalls weitere Ecken automatisch markiert werden oder ich immer eine Kante bekomme, an der zwei Ecken noch nicht markiert sind, was insgesamt bedeutet, dass in jedem Schritt mindestens zwei Ecken gefärbt werden, sodass wir wieder das gleiche asymptotische Verhalten haben wie bei Vertex Cover, nur sieht der Algorithmus jetzt ein bisschen komplizierter aus. Wir würden aber wieder eine Suchbaumgröße hinbekommen wie eben von Wurzel 3 hoch n, was besser ist als 2 hoch n. Ja? Diese ganze Arbeit haben wir uns nur gemacht, um die Frage zu klären, schafft ein entsprechend modifizierter Algorithmus es, dafür zu sorgen, dass immer mindestens zwei Ecken gefärbt werden. Das ist möglich, aber ein bisschen aufwendiger.